vanilla, Bailey's, and whipped cream. I give you a blowjob. Why do you make me make that? Hey, Schorschleute, und willkommen zu einer neuen kleinen Storyline, die ich euch aus meinem Leben erzählen kann, wo vielleicht ein paar von euch interessieren, vielleicht auch nicht. Ich meine, das ist fuck it. Auf jeden Fall, ich war jetzt dieses Wochenende, waren Käse und ich bei Keks und haben da ihren Geburtstag nachgefeiert, so wie wir es eigentlich jedes Jahr tun. Und das finanziell aktuell bei uns beiden nicht so dolle aussieht, haben wir uns mal entschieden, mal nicht mit der Bahn zu fahren, wie wir sonst ja normalerweise machen. Weil man kann über die... Sorry, by the way. Man kann über die Bahn sagen, was man will. Man ist mit der Bahn von hier nach Dortmund gerade mal 3,5 Stunden unterwegs. Das geht an sich ziemlich flink. Du bist an sich nicht lange unterwegs. Da uns aber jetzt finanziell dieses Mal nicht die Möglichkeiten waren dafür, dass wir eine Bahn nehmen konnten, weil es ist an sich teuer. Also selbst wenn du richtig günstige Tickets hast, brauchst du für 2 Personen mit einer Bahncard und hast du nicht allem gesehen. Inklusive Sitzplatzreservierung, weil du willst ja keine 3,5 Stunden einfach dumm rumstehen. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Kommst du in der Regel insgesamt nicht unter 100 Euro weg. Es sei denn, du fährst jetzt mehrere Stunden, aber dann kannst du auch direkt den Flixbus nehmen. Das ist was anderes. Also haben wir uns gesagt, komm, wir versuchen jetzt dieses Mal erstmal mit dem Flixbus. Nämlich die Alternative zur Deutschen Bahn. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, der Flixbus wollte mir jetzt an diesem Wochenende unbedingt einmal alles zeigen, was er kann. Einmal, wenn es gut läuft und einmal, wenn es so richtig scheiße läuft und du am liebsten nur noch einen gesamten Bus piledriven würdest. Leider, bedauerlicherweise kam das Schlimme zuerst, sodass du dir denkst, boah, I regret my decision. Ich meine, die Hinfahrt war absolut nicht schön, sagen wir es mal so. Wir kamen am Ende irgendwie über eine Stunde zu spät, glaube ich. Und davon mal abgesehen, also erstmal kamen wir über eine Stunde zu spät, wovon ich nochmal drauf genau eingehen will, wo diese Stunde herkam, weil ich kann euch nicht genau sagen, wo diese Stunde herkam. Und das ist einfach, wir waren 5,5 Stunden, hätten wir normal unterwegs sein müssen, aber am Ende waren wir irgendwie 6,5 unterwegs. Und es ist super anstrengend, wenn du einfach nur da sitzt und dir denkst, boah, du willst eigentlich nur noch ankommen. Du hast eigentlich echt keinen Bock mehr. Und die ganze Zeit hängst du dann irgendwie an deinem Handy und versuchst Kontakt mit deiner Abholmöglichkeit herzustellen, um dann zu sagen, ich habe keine Ahnung, weil ich da bin. Es fing in Hamburg schon an. An unserem Busbahnhof. Wir standen da und dann denken wir uns, ja, alles schön und tutti. Der Bus kommt pünktlich an, wir steigen ein, packen unsere Koffer rein, setzen uns hin. Und da haben wir schon das Erste gemerkt. Mensch, das sieht ja alles ganz schön aus hier. Aber warum liegt in jedem fucking Gang ein Mülleimer? Ich meine, so viel, how much Müll can one Typ produzieren? Wirklich so, es waren nicht große Mülleimer, aber wirklich jeder. Die stehen einfach mitten im Gang, die konntest du überall hinschieben und natürlich sind sie während der Fahrt überall hingeflogen. Das kennst du nicht anders. Und ich denke mir so, das hätte man doch mal. Erstmal nimmt dir das absolut die Beinfreiheit weg, wo du sowieso nicht viel von hast in dem Flixbus. Also, ich habe damals gedacht, ich bin in der Bahn eingedrängt, aber Jesus fucking Christ, der Flixbus hat mich anders bewiesen. Also, da hat sich einmal jemand ein bisschen weiter zurückgelehnt und auf einmal konnte ich meine Beine nicht mehr bewegen. Spüren konnte ich sie, by the way, dann auch nicht mehr, aber das ist eine andere Sache. Wir sitzen denn da also und fahren los und haben uns gedacht, ja Mensch, was soll schon passieren? Wir sind nicht mal halbwegs aus Hamburg raus und schon kriegen wir von unserer ASMR, passiv-aggressiven ASMR-Sprecherin, die sich Busfahrerin nannte, erstmal die Durchsage, dass wir uns wohl massig verspäten werden. Das war ein Zitat, by the way. Dieses massig verspäten war ein Zitat. Und da habe ich mir schon gedacht so, oh nein. Wir sind noch in Hamburg, noch können wir aus dem Bus springen und irgendwie in die Bahn steigen, aber ja. Es war Rush Hour, wir kamen also nicht vom Fleck und dann stehen wir da. Und das Schlimmste ist, ich weiß nicht, wie ich den Part jetzt erzählen soll, der jetzt kommt, ohne gleich rassistisch zu werden. Beziehungsweise ohne rassistisch dazustehen. Aber ich habe so das Gefühl, ich habe in der Hinfahrt, glaube ich, noch 2 neue Sprachen gelernt. Also hätte ich einen Übersetzer bei mir, ich hätte, glaube ich, 2 neue Sprachen gelernt.
Ich meine, ich weiß nicht, ist es mittlerweile gang und gäbe, dass man sich in einer Bahn oder in einem Bus nicht mehr, wenn man sich mit jemandem unterhalten will, das Ganze auf einer etwas ruhigeren Art und Weise macht, etwas zurückhaltender, damit nicht jeder alles mitkriegt. Nein, wir reden hier so nach dem Motto, das kann jetzt jeder hören und dann am besten in irgendeiner Sprache, die kein Schwein versteht, und ich denke mir so, na super, es ist, auf der Rückweg hatten wir genau dasselbe, nur in Deutsch. Und dann, ich glaube, ich habe irgendwie jetzt die gesamte Krankenakte von irgendjemandem im Kopf. Also, kommt es mir nur so vor, dann muss man sich mittlerweile nicht mal mehr zurückhalten in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ist das so eine Sache geworden? Dass so dieser Respekt, dass andere Leute mit dir in diesem Fahrzeug sitzen, dass du dir einfach denkst, boah, ich unterhalte mich jetzt mal normal, ich brüll die halbe Scheiße. Einfach damit jeder mithören kann und ich denke mir so, Alter, shut the fuck up. Ich will deinen Kram nicht hören. Ich will nicht hören, nö. Halt doch mal die Fresse. Oh Mann. Die Hinfahrt war sowieso ein dauerhaftes, ach, halt doch die Fresse. So, davon mal abgesehen. Zumal, wir mussten dann, wir kommen langsam in Fahrt. Ich denke so, ja gut, vielleicht wird das ja noch was. Unser Ziel war dann Hannover und dann Bielefeld und dann Dortmund. Bielefeld, by the way, dazu kommen wir gleich noch. Und kurz vor Hannover, wirklich, wir haben nicht mal Hannover erreicht. Und schon müssen wir nochmal halten, weil auf einmal unsere Busfahrerin in einem Keuchhusten des Todes zusammenbricht. Sie fährt also rechts ran und steigt aus. Was ist passiert, fragt ihr euch jetzt natürlich. Und, irgend so ein Spaßvogel hat sich gedacht, Mensch, ich sitze jetzt hier auf meinem Platz und versprühe jetzt einfach mal mein Parfüm. Ich riech gerade nicht so angenehm. Und was passiert? Die Frau, unsere Fahrerin, ist hochgradig allergisch gegen die Scheiße gewesen. Also hätten wir richtig Pech gehabt, hätten wir da irgendwo im Dunkeln mitten auf der Autobahn feststecken können, während unsere Busfahrerin tot ist. Weil ihre Lunge einfach sich sagt so, nope, I'm done with this shit. Dead. Ist zum Glück nicht passiert, ihr ging es denn zum Glück nachher wieder gut. Aber wir mussten uns jede Station anhören, dass wir doch die Regeln zu beachten haben. Und auf einmal habe ich gedacht, cool, meine Busfahrerin ist Lady Hitler. Das habe ich schon immer mal gewollt. Aber es war immer so, sie war so am Ende so eine passiv-aggressive ASMR-Sprecherin. Sie hat nicht wirklich in einem normalen Ton geredet in ihrem Durchsagegerät, sondern mehr so, wie in diesen ASMR-Videos, nur leicht passiv-aggressiv. Also, und laut. Und sehr laut. Also, die Frau, hui. Kommt nicht unbedingt auf meine Liste, aber, by the way, der Hurensohn, der mit seinem Parfüm rumgeschissen hat, der hat sich nicht entschuldigt oder gemeldet. Also, ich würde euch ja nicht rausgekriegt, welches feige Schwein das war. Ich hätte ihn aus dem Bus gepiledrived. Allein dafür, dass wir dadurch noch später kamen. Also, zum Brechen und Würgen, ich sag's euch. Auf jeden Fall, wir fahren weiter. Mittlerweile Verspätung, up the ass. Dunkel, ich bin einfach nur noch müde und genervt. Und mein MP3-Player sagt Hi und ich sage auch Hi. Und ja, so funktioniert das halt. Wir kommen in Bielefeld an. Und ich hab gedacht, so wie, das ist jetzt Bielefeld. Erstmal kam der Schock von wegen, ja, wir machen jetzt hier 30 Minuten Pause. Wie jetzt Pause? Eine Haltestelle vor Dortmund. Könntest du dich ein bisschen... Mann, oh. Ich will doch nur, Mensch. I just want. Und das war ja nicht mal eine Haltestelle. Das war ja nicht mal ein Bahnhof. Das war ein fucking Kiosk, wo ein Schild vom Flixbus stand. Ich habe mich gefühlt wie sonst wo. Aber auf jeden Fall, das war merkwürdig. Es war ein Kiosk und sonst drumherum war nichts. Da war noch ein paar Gleise irgendwo. Die haben irgendwo zu einem Bahnhof geführt, aber da war nicht viel. War nicht so dolle. Halbe Stunde später, wir fahren zum Glück endlich weiter. Und kommen endlich dann auch in Dortmund an, über eine Stunde später, wo Keks uns abgeholt hat. Und ich sag euch, ich war noch nie so froh über einen Döner. Keks, Alex und Co. und Micha haben sich Essen bestellt, während wir noch unterwegs waren. Und haben für uns beide einen Döner mitbestellt. Also Käse und ich kommen da, wir dürfen uns hinsetzen auf die Couch und dann kriegen wir erstmal einen Döner. Ich sag euch, ich war noch nie so glücklich über einen Döner. Ich meine, der Döner war nicht schlecht, also
Das Brot war durchgesaugt wie sonst nichts, weil es in Alufolie war. This is why you don't put Döner in Alufolie, kids. Weil die Wärme, ne, da kommt Dampf, das wird feucht. Ergo, du hast ein weiches Brötchen. Es war am Ende lecker. Also ich möchte es nicht, ich möchte es um keines Willen diesen Döner schlecht reden. Aber das ist halt der Grund, warum du einen Döner direkt auf die Hand kriegst. Es ist so, da kriegst du in Hand und dann kannst du Maffe Maffe machen. Genau deswegen isst man Döner so. Fakt auf jeden Fall, wir haben ein schönes Wochenende gehabt. Wir haben Blowjobs bekommen. Und nicht das, was ihr jetzt denkt. Das ist an sich ein Cocktail, wo... was war da drin? Amarula, Kaffeelikör und Schlagsahne und ich glaube irgendwie Amaretto. Das Ding, die gehen schon ziemlich in den Kopf. Wobei nicht in den Kopf, mir gingen sie eher auf den Magen. Aber das müsst ihr nie wissen. Es war an sich ein super chilliges Wochenende mal wieder. Also so wie ich es am liebsten eigentlich immer da habe. Das ist einfach nur gechillt, einfach nur schön. Man sitzt da, guckt irgendwelche dummen Videos, zockt irgendwas. Es ist ein schönes Beisammensein einfach. Es ist nicht, meistens nichts großartig Weltbewegendes, sondern ein gechilltes Beisammensein. Und ja, um zurück zum Bus zu kommen. Am Sonntag, wir fahren wieder zurück und auf einmal wirklich eine 180-Grad-Wendung. Ich war zwar immer noch fucking müde, weil ich über das gesamte Wochenende, glaube ich, nur 5 oder 6 Stunden an beiden Nächten geschlafen habe. Also nicht so viel. Aber ja, ich meine... Alex und ich, wir haben es uns sowieso witzig gemacht. Also, Alex ist keiner, der absolute Stille mag. Ich genauso wenig. Das ist einfach so, man fühlt sich nicht wohl, wenn so pure Silence ist. Also, ich drifte da jetzt nochmal kurz ab, weil das möchte ich erzählen. Und wir liegen halt im Wohnzimmer, weil Alex und ich haben im Wohnzimmer gepennt. The end. Wir haben uns die beiden Couches vorgenommen und haben wir da gepennt. Und wir haben einfach gesagt so, okay, wir mögen beide keine absolute Stille. Soll ich uns Joel anmachen? Joel, also Vark Skeletors, einer unserer beiden absoluten Lieblingsstreamer. Also haben wir schlicht und ergreifend die halbe Nacht einfach nur Joel gehört. Wie er irgendwas... Wirklich. Solltet ihr Joel, Vark Skeletor, nicht kennen? Schwedischer Streamer, also schwedisch, aber spricht immer Englisch. Und der Typ ist so gut. Ich liebe den Kerl. Der macht so guten Content einfach und so gute Streams. Auf jeden Fall nicht viel gepennt, jede Menge Joel, jede Menge Beppis und wir fahren dann wieder zurück. Und auf einmal wollte sich der Flixbus offenbar dafür entschuldigen, dass er so scheiße war beim letzten Mal. Wir steigen ein, zeigen unsere Tickets, packen unseren Koffer ein, alles gut, schön und gut. Wir steigen ein und auf einmal sitzen wir in einem komplett anderen Bus, als wir hingefahren sind. Total moderner, total angenehmer, die Sitze waren bequemer. Alles war irgendwo nicer. Wir kamen vorher in Hamburg an, als wir eigentlich ankommen sollten. Und wir haben uns einfach gedacht so, was? In welcher Dimension sind wir hier gelandet, dass jetzt auf einmal alles funktioniert? Ich meine, ich bin auf dem Rückweg auch irgendwie in so Sekundenschlaf immer verfallen, aber... es geht offenbar auch schön. Ich meine, trotzdem waren wir immer noch 5,5 Stunden unterwegs. Es ist eine lange Zeit, wenn man mal so drüber nachdenkt, aber... wenn man sich beschäftigen kann dabei, dann geht das eigentlich. Es gibt Schlimmeres, was passieren kann. Und dafür, dass wir wirklich nur für Hin- und Rückfahrt ein Drittel von dem Preis bezahlt haben, was wir eigentlich bei der Bahn bezahlen würden, ist Flixbus eigentlich eine echt gute Alternative. Es kommt aber, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, wie weit man damit fährt. Also jetzt Hamburg-Dortmund geht noch, aber ich bin ganz ehrlich, ich würde, glaube ich, nicht weiterfahren. Also ich würde, glaube ich, nicht noch länger fahren. So ein Bus, du denkst dir irgendwann, Alter, ich will eigentlich nur noch weg. So, du hast echt irgendwann keinen Bock mehr. Und das ist halt so dieser Punkt. Bei der Bahn ist es zwar genauso, aber immerhin bist du schneller da. Du überwindest mehr Distanz in kürzerer Zeit. Das ist halt so dieser Punkt. Und da sei mir denn so, gut, Flixbus ist eine Alternative, wenn du nicht so viel Kohle über hast und trotzdem irgendwo hin willst, musst. Ist es eine saugute Alternative. Aber wenn du das Geld über hast, fahr trotzdem mit der Bahn und stress dich damit, dass Züge grundlos ausfallen. Und hast du nicht gesehen, aber das ist ein Video, was ich schon mal gemacht habe. Ne? Das muss ich euch nicht nochmal erzählen. Ihr kennt das. Ihr wisst, wie das ist, mit der Bahn zu fahren. You know this shit. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, ich teile mal meine Meinung bezüglich des Flixbus-Wochenendes mit euch
Und ja, mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wissen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.